wunderschönen guten Tag, einen schönen Sonntag. Ja, auch von meiner Seite natürlich herzlich willkommen. Und viele Grüße aus Polen. Genau, im neuesten Park der Plopsa-Gruppe, Studio 100, das Meierland Kognati. Liegt ca. 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, also auf Höhe von Berlin. Sind heute Morgen hergefahren. Genau. Und durchgekommen, ja, ne? Ja, wundervoll durchgekommen. Also, so viel Stau gestanden. Ja. Egal, jetzt sind wir hier. Das Wetter ist toll. Das werden wir gleich sehen, wenn wir jetzt rausgehen. Kurz nochmal zu dem Park selber und zu dieser Gruppe. Das ist eine Gruppe, Studio 100. Die haben vor schon ziemlich langer Zeit jede Menge Lizenzen gekauft, die man auch in Deutschland gut kennt. So wie eine Maya, Heidi, Tabaluga. Und bauen halt Parks. Wiki natürlich, ich vergaß, um Gottes Willen. Und bauen halt Parks rund um diese Figuren und so weiter. Und das ist ganz nett. Dieser Laden hier hat, im Oktober letzten Jahres aufgemacht und jetzt verjüngen sich unsere Augen zu vier schmalen Schlitzen. Also deswegen sind wir eigentlich hier. Genau, eine neue Holzachterbahn. Ja. Hier draußen ist richtig Party, das kennt man auch von Studio 100 oder Plopsa, die machen immer das gleiche hier, so tanzende Fontänen, was natürlich bei dem Wetter für Kinder herrlich schon ist, ja. Da ist richtig Alarm. Ja, soll ich das sagen? Zu der Holzbahn, das ist die gleiche, nein, anders, das ist vom gleichen Hersteller wie gestern El Toro. GCI heißt der Hersteller, Great Coasters International, und der ist halt bekannt für seine engen Kurven und seine Wildheit, sag ich mal. Also baut Bahnen, die sich ziemlich wild anfühlen beim Fahren, und sind gespannt. Ja. Ist ungefähr baugleich mit Heidi in Plopsaland Tepan, oder ist? Genau, fast, ist fast, oh, ja, fast baugleich. Fast. Hat hier auch gespiegelt, kommt gerade das Off hier zu Wort. Genau. Ist eine gespiegelte Variante von Heidi the Ride in Plopsaland Tepan, wo wir letztes Jahr im Oktober waren, also Jonas und ich. Ist glaube ich auch nur 15 Meter hoch oder sowas, aber macht sehr viel Spaß. Genau, es gibt davon auch noch ein Exemplar, das steht irgendwo in einem Funspot in Orlando, dort allerdings als Hybrid-Achterbahn. So viel klugscheißerig. Na egal jetzt. Anders nochmal hier ganz schön. Hier ist die Achterbahn zum Thema Werwolf gestaltet. Will Kolak, so der Name. Und nicht zum Thema Heidi. Und wie man, also Studio 100 macht in meinen Augen immer ganz hübsche Thematisierungsarbeit. Ist immer ganz hübsch anzugucken. Und da macht der Park und auch die Bahn keine Ausnahme. Das stimmt. Ja, wir werden sie jetzt mal testen. Und danach haben wir gleich noch eine zweite Achterbahn. War das Vicky the Ride? Ist das Vicky the Ride? Ja. Zira, Family Coaster, aber jetzt erstmal zu Beginn die Holzachterbahn. Bis gleich! Wow! Da waren wir gerade eben noch drauf. Ja. Wie heißt die Bahn jetzt? Du hast gerade gefragt. Wilkolak. Wilkolak wird so ausgesprochen. Wir können jetzt schon das erste polnische Wort. Werwolf. Werwolf. Wow. Gut, danke. Bitte. Die Uhren. Überraschend steiler First Drop, muss man sagen. Ja. Kam jetzt irgendwie ein bisschen steiler vor als in Belgien, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr spaßiges Layout mit vielen kleinen Richtungswechseln. Steilen Auf- und Abfahrten, also auch genau. Zum Ende. Double Ups und Double Downs und Ups. Fährt nicht einfach nur hin und zurück, natürlich, aber verschlingt sich dabei immer wieder und überkreuzt die eigene Strecke. Ist halt, hat ein schönes bodennahes Layout. Also ist schon ein feines Gerät. Super Moped ist das. Ja. Spaß beiseite, das fahren wir heute ein paar Mal öfter. Auf jeden Fall. Ja, relativ kurze Züge, dadurch ist er auch ziemlich zackig unterwegs. Ja. Ich glaube, sechs Bahnen. Ja. Oh, kommt ja hin. Nach 12 Fahrgäste pro Zug. Es gibt auch noch einen zweiten Zug, der kommt heute aber nicht zum Einsatz. Tut auch nicht Not, denn hier ist es gar nicht so groß voll. Nee. Sonst so zum Park, wenn man hier so rüber schaut, die Fahrgeschäfte, die hier stehen, überraschenderweise kennt man alle auch schon aus den westeuropäischen Plopsa-Ländern. Aber das macht ja nichts, war ja auch nicht anders zu erwarten. Ja. Also die Plopsa-Gruppe setzt dann ihre bewährten Konzepte mehrfach um. Also so gibt es zum Beispiel auch dann diesen Wiki-Coaster, den wir dann nachher noch fahren. Gibt es dann auch in der Maya, ist das Maya-Halle? Nee, Heidi, ne?
Na, auf jeden Fall gibt es in Holiday Park in Hasloch gibt's dann auch eine Indoor-Halle, wo dann der gleiche Coaster ist und auch fast ja, auch die gleichen Geschäfte wie jetzt hier auch in der Halle. Die Plopsa Indoors Benelux haben auch so ein Ding. Ja. Auch das ist baugleich. Ja. Wie gesagt, konnte man erwarten. Ja. Und ich glaube, für die Zielgruppe hier passt das auch. Also macht schon alles einen durchdachten Eindruck. Und was ganz interessant ist, man hört hier mehr Deutsch als Polnisch in dem Park. Ja, aber sogar auch die Show. Die Show. In dieser Halle werden Lieder gespielt, deren Melodien kennt man auch so ein bisschen aus den westeuropäischen Plopsa-Ländern. Wenig überraschend. Es wird doch hier sogar auch in Deutsch gespielt. Scheint wohl so die Hauptzielgruppe zu sein. Wir vermuten einfach mal, hier gab es hinter der deutschen Grenze einfach ein paar mehr Subventionen. Mag ein Grund sein, wie auch immer. Also hier wird auf jeden Fall noch viel passieren. Also da hinten wird schon wieder gebaut, sieht man. Da sind auch schon welche Fundamentarbeiten zu sehen. Und irgendwann meint, hier soll noch ein großer Ferienpark entstehen. Das heißt, ist dieser Park der erste Schritt dazu, genau, ein neues Tourismuscenter zu etablieren. Und ich hörte auch davon, so ein Mack Super Splash, wie er im Plopsaland de Pan, meine ich, steht, in diesem Vertikallift. Sowas soll wohl auch noch hierher. Bei so einem Wetter wie heute wünscht man sich das auch. Also die Scheiben, also egal ob da jetzt was dran ist oder nicht, so tief sind wir da jetzt nicht drin, aber man hat schon das Gefühl, hier geht noch ein bisschen was. Die sind hier noch nicht am Ende mit ihrer Strategie. Definitiv nicht. Gut, wir werden jetzt nochmal den Rest des Parks erkunden und den Wikicoaster. Und melden uns dann gleich nochmal in der ein bisschen kühleren, klimatisierten Halle zurück. Bis gleich. Bis gleich. Während die anderen noch Abschlussfotos machen oder shoppen gehen, ja, nutzen wir die Chance, jetzt nochmal den Tag Revue passieren zu lassen. Was wir heute Morgen gar nicht vorangeschickt hatten, war, dass wir noch am Scharmützelbob waren. Ein Alpine Coaster von hier. Ja. Nicht so spektakulär, aber. Ein Alpine Coaster der etwas kleineren Sorte, aber mit der Besonderheit von 2 Lift-Hits. Ich war sehr überrascht, weil ich wusste das nicht. Und als dann der erste Block zu Ende war und der zweite Lift folgte, dann... Genau, wobei nach dem zweiten Lift gar nicht mehr so viel kam, aber das war halt so ein Unikum. Habe ich so zumindest noch nicht gesehen. Ja, sehr cool. Wir sind der Mine Train unter den Alpine Coastern. Ja, genau. Ja. So kann man das auch. Jetzt sind wir gerade mal von der Regie ein bisschen... Die Regie lächelt uns an. Ja, wunderbar. Genau. Lächeln und winken. Lächeln. Ja, es ist ja schön, wenn man mit so vielen Leuten unterwegs ist, die genau passen schon auf, dass man ja alles richtig macht. Genau, die sind nur leider nicht so kameraaffin. Ja. Egal, musst du halt mit uns vorlieb nehmen. Lirum Larum. Wir sind gerade nochmal die Werwolf-Achterbahn gefahren, haben hier noch Schnitzel mit Pommes gegessen, fast alle ausnahmslos, für relativ schmales Geld und von der Qualität auch ganz okay. Stichwort Preise. Danke. Ja. Hammermäßige Werte. Das ist für Plopsa-Verhältnisse hier alles ziemlich günstig. Halt angepasst, denke ich mal, an polnisches Preisniveau, beziehungsweise wahrscheinlich für polnisches Preisniveau schon schweineteuer. Aber wenn man das sonst halt so kennt aus Benelux, dann ist das hier ganz vertretbar. Ja. Also Schnitzel vom Stück für 7 Euro. Ja. Nein, auf jeden Fall sehr günstig, aber allein, also deswegen würde ich jetzt nicht hierher fahren, sondern weil nicht so wirklich die Holzachterbahn wirklich sehr viel Spaß macht. Und wenn man hier in der Nähe ist oder eine Parktour geplant hat, die auch hier lang führt, unbedingt mitnehmen. Jetzt dafür extra herfahren, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich nicht. Aber hier hat es ganz gut gepasst. Wir haben jetzt auch eine ziemlich lange, ja, ziemlich weiten Umweg in Kauf genommen, um am Nachmittag jetzt hier zu sein. Naja, aber war schön. Ja, war schön. Ja, war wirklich gut. Und wir haben auch noch Eintritt gespart, weil wir Slachan-Jahreskarten haben, beziehungsweise online vorgebucht haben, die wir Coupon gebucht haben. Ja. 15 Euro oder so. Ja. So kann man auf jeden Fall hier sehr schöne 3 Stunden verbringen. Genau. Und Stichwort Zukunft, wir hatten es schon vorhin, wir haben Fundamentarbeiten entdeckt. Ah, keine Ahnung, was das für ein habe ich mich auch nicht Wasser. Vielleicht, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Time will tell. Ja, es ist jetzt hier so kurz nach 17 Uhr. Hier trennen sich jetzt unsere Wege. Die einen fahren in Richtung Hamburg und meine Frau und ich fahren in Richtung Kassel. Und ja.
Du willst du als Neuling was dazu sagen? Ja, was heißt als Neuling? Danke, dass ich teilnehmen durfte. Ich bin mal gespannt. Ich habe so ein bisschen Befürchtung, wie das Ganze dann zu Hause auf dem Fancy-Bildschirm wirkt. Ja. Schauen wir mal. Aber danke für die Gelegenheit. Hat mir Spaß gemacht und man sieht sich hier dann vielleicht wieder. Ich hörte, in nicht allzu ferner Zukunft gibt es auch noch mal eine Fortsetzung. Ich glaube, dann mit altbewährter Besetzung. Dann steht an meiner Seite wieder Jonas und dann geht es wieder täglich, fast eine Woche lang. Wahnsinn. Hammer. Ja, mich auch. Ich guck's auf jeden Fall. In dem Sinne. Okay, dann euch noch einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend. Wir fahren jetzt durch die Hitze Berlins oder Polens zurück. Ja. Stehen an einem Grenzübergang im Stau, aber hierum darum, schönes Schlusswort. Macht's gut. Ciao.